Uiuiui. Das ist mein Meter. Ich dreh durch. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Verrückte Szenen spielen sich ab. Wir beladen gerade unser Boot direkt vom Balkon aus. Die Sonne geht auf. Wir möchten jetzt versuchen, noch einen großen Hecht hier im Herbst abzuholen. Und da ist so ein Balkon genau richtig, denn da können wir alles schön direkt aus dem Wohnzimmer ins Boot runterschmeißen. Ja. Es gibt definitiv anstrengendere Angelplätze, um seinen Angeltackle zu verladen. So, was zu trinken mitnehmen. Und dann kann es schon losgehen. Wir nehmen euch mit, wir zeigen euch ein bisschen, was wir machen, was wir vorhaben. Unser Partnerboot will Banane haben. Dann muss ich GoPro noch. Hier hast du deine Bananen. Danke. Viel Erfolg. Ja, die kommen aus dem Schwarzwald, die wissen nicht, was Bananen auf dem Boot bedeutet. Ein riesiger Angelkomplex, ein riesiges Gewässer liegt vor uns. Ich bin gespannt, ob der Herbst wirklich so eine grandiose Großhechtzeit einläutet. Das Wetter wird die nächsten Tage wenig herbstlich, es wird nochmal richtig warm. Ich glaube, das nennt man Altweibersommer, keine Ahnung. Aber ich glaube, heute Mittag werden wir auf dem Boot verbrennen. Aber schauen wir erst mal. Jetzt geht es erst mal raus. Es ist früher Morgen, kurz nach 6. Abfahrt. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Schauen wir mal, ob die Morgenstunden uns Glück bringen. Wir werden uns jetzt erstmal das Revier genauer anschauen. Tief probieren, flach probieren, mal gucken, welche Tageszeitaktion bringt. Ah, der frühe Vogel. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. People needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture, and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast. So, der erste Wurf des Tages. Wir haben uns jetzt hier an eine Rinne gestellt. Hier ist auch gut Schifffahrt drin. Oben kommt schon der erste große Pott hier vorbei. Erstmal vom Flachen jetzt ins Tiefe die Kante runter angeln. Montiert habe ich den Paddler mit einem 10 Gramm Kopf und unserem Q-Stinger im Rücken. Ein Köder, dem ich sehr viel Vertrauen schenke. Schauen wir mal. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung.
Wir lassen uns jetzt mit dem Wind hier die abfallende Kante entlang treiben. Es geht hier von 5 Meter hoch auf 1 Meter, also direkt ins Flachwasser. Schauen mal, ob am Kantenfuß oder in diesen Kantenbereichen, in dieser aufsteigenden Kante, Fisch unterwegs ist. Also Fisch ist hier definitiv unterwegs, aber die auch Bock haben zu fressen. Lass meinen Köder nach dem Auswurf erstmal direkt zum Grund sinken. Und holen dann langsam hin zum Boot ein. Mach immer wieder sogenannte Spin-Stops, hör einfach auf und kurbeln. Lassen dann wieder aus der Wassersäule, wo man reingezogen haben, Richtung Grund langsam abkippen. Gras und Kraut am Köder ist nervig, aber genau dort oder an den Kanten, wo der harte Untergrund auf das Grasland trifft, stehen die Fische. Und da müssen wir jetzt den perfekten Weg finden, die perfekte Drift, um unsere Köder da zu präsentieren. Also wenn ab und an mal Kraut dran sein sollte, macht euch keine großen Gedanken, solange es nicht permanent ist. Dann entweder einen leichteren Kopf nehmen, also dass der Köder flacher läuft, schneller angeln oder die Kante probieren, besser mit dem Boot abzudriften. So, wir werden jetzt hier noch 2-3 Würfe machen und dann den Platz wechseln. Kein Fehlbiss, keine Aktion bisher gewesen. Auf so großen Wasserflächen wie hier, ja, muss man wirklich suchen. Oder das richtige Beißfenster dann erwischen, wenn sie Bock haben, die Jungs. Dieter angelt neben mir einen relativ kleinen, schweren Metallköder, einen sogenannten Spinchick. Ich acker mit dem Gummi, hab wieder Kraut gefangen, ein bisschen hier vorne am Boot. Aber so seht ihr auf jeden Fall gleich, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, auf was die Fische mehr stehen, ob sie jetzt auf größere Köder stehen, auf langsam geführte, auf schnell aggressiv geführte Köder. Petri, mein Güster. Petri, danke. Super schön. Der erste gute Fisch, auch so einen kleinen Chickspinner da. Ja, vielleicht stehen sie eher auf kleinere Köder, aber da seht ihr, es ist ganz wichtig, dass wir Angler
auf dem Boot hier bei der Trift, bei der Blattsuche mit unterschiedlichen Ködern arbeiten, um zu sehen, auf was er Bock haben, die Fische. Petri Heil. Petri Dank. So. Tschüss. Und weg. Da hat er noch mal zum Abschied mit der Schwanzflosse gewunken. Hier in dem Revier, wo wir unterwegs sind, dürfen, sollen, müssen wir die Fische zurücksetzen. Weiter geht's. Wir sind schon 96er, ja, knapp an der Metermarke vorbeigeschrammt, aber vielleicht auf dem richtigen Weg. So, ich werde jetzt mal einen Köderwechsel vollziehen. Ich werde hier diesen Catchet probieren im Baschstückrohr. Sonst kommen ja diese Gummis hier zum Welsangeln zum Einsatz. Aber auch von der Länge her, 18 cm und vom Dekor, ein absoluter Hechtmagnet. Ich habe hier zwei Q-Stinger hintereinander geschaltet. Schauen wir mal, ob das einen Unterschied bringt. Ja, aber schöner Biss gehabt. Verpennt. So, ich werde jetzt mal die Farbe wechseln. Und entweder jetzt hier in dieses Motoröl reingehen oder in dieses Forellendekor. Das Wasser ist sehr klar, Sonne steht sehr hoch. Probieren wir vielleicht mal den Braunton hier aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie schnell und einfach die Köder montiert werden. Ich habe hier unsere Blackhead Schraubköpfe, hier jetzt diesmal 15 Gramm. Das hat sich bei 3-4 Meter Wassertiefe ganz gut bewährt. Ich schraube den einfach jetzt hier schön mittig rein. Bis er richtig schön eng vorne anliegt am Gummi. Jetzt nehme ich den Doppelstinger, den Q-Stinger, den Quantum-Stinger als doppeltes System. Ziehe hier gerade vorne den Stinger über die Öse drüber und setze jetzt den ersten Haken direkt hinterm Kopf. Und den zweiten Haken hinten zum Schwanz hin. Mit diesen Halteklammern macht ihr euren Gummi überhaupt nicht kaputt. Könnt den schön an beliebiger Stelle einsetzen und habt eine ganz aggressive Hakenstellung. So sieht's aus. Weiter geht's. Hier könnt ihr mal sehen, wie schön der Köder läuft und flankt. Auf den Köder. Der ist schon fertig, der ist schon müde. Ist auch ein schöner, aber kein Arsch, schade.
released. Am Boot abgefallen, aber was man sagen muss, Gummis wollen sie im Moment nicht so. Es sind alles die kleinen Spin-Chicks, vielleicht wirklich umstellen, kleine Köder. Haben sie vielleicht mehr Bock drauf. Jetzt ist Mittagszeit, wir haben uns schon mal die dicken Klamotten ausgezogen. Die Sonne prasselt jetzt richtig runter. Mal schauen, stellen wir mal um. Stellen wir mal um auf kleine, flink geführte Köder, ob das einen Unterschied macht. So, ich habe jetzt auch mal so einen Chick-Spinner hier montiert. Die Teile lassen sich ganz, ganz einfach angeln, einfach auswerfen, fliegen sehr weit. Gibt es in unterschiedlichen Bleigewichten. Hinten ein Spinnerblatt dran, das rotiert richtig schön hinterm Köder, macht Druck. Der Nachteil bei dem Köder, habt ihr eben auch gesehen, nur ein kleiner Drilling unten am Bauch. Und der Hecht eben hat sich abgeschüttelt. Aber es war der zweite, bis die zweite Aktion jetzt auf so einen kleinen, unauffälligen Köder, wo man eigentlich denkt, damit kann man nur ein paar Barsche fangen. Aber anscheinend stehen die Hechte jetzt drauf. Schauen wir mal. Probieren geht über Studieren. Gute? Ja, sehr schöner Fisch. Schönes Ding. Ganz spitzig, guck mal. Ja. Und ich gehe jetzt nochmal Kescher auf die Skate. Petri, danke, ja. Stefan. Wieder auf den kleinen Spinchick. Unglaublich. Und tschüss. Merci. Unglaublich, diese kleinen Köder, was die doch große Fische fangen können. Fakt ist, ich habe einen Fehlbiss gehabt beim Chicken. Kurz reingepackt, mir die Stinger rausgerissen, das war's. Und Dieter hatte drei Aktionen mit diesen kleinen bebleiten Spinnerblättern hier. Vielleicht ist das wirklich der Weg zum Erfolg, ja, oder das Mittel zum Zweck. Keine Ahnung. Weitermachen, mal gucken, wie sich's entwickelt. Das ist mein Meter. Ich dreh durch. Eine Minute. Ist mein Meter, ist definitiv mein Meter. Kescher wieder. Das ist mein Meter. Dreh durch. Kannst du mal hinterherfahren mit dem E-Motor, bitte? Aus.
kommt er. Alter, was ein Fisch, was ein Fisch. Hoch, 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 hoch. Jawohl! Ja! Yeah! Yeah! Bigby! Das ist er, das ist er! Das Beste kommt zum Schluss. Wahnsinnsfisch, 1,10 Meter. Ich bin mega happy, dass der Plan noch aufging. Wahnsinn! Wahnsinn! Schaut euch diesen Fisch an. Wahnsinn! So, und der darf jetzt, der darf zurück. Vielen Dank. Wahnsinn. Ciao, Baby. Geil, das ist Hechtangeln. Abgerechnet wird immer zum Schluss. Hi, ich grüße euch hier wieder zurück im Hafen. In letzter Sekunde abgemetert. Ich hätte gerne in diesem Video, es ist wahrscheinlich mit das kürzeste Video, was ich euch je gemacht habe, euch noch viel mehr über die Angeltechnik hier erklärt, über die Köder, über unser Vorgehen. Aber ich war irgendwann während dem Angeln, ihr habt das sicherlich selber gemerkt auf dem Boot, so zerschmettert worden vom Dieter. Ja. Ich habe ja meinen Lieblingsköder dabei gehabt, den Paddler, Gummifische, mit denen ich schon viele große Fische fangen konnte. Und Dieter hat neben mir in der Anfangszeit dieser Kurzsession einfach einen Fisch nach dem anderen gefangen, auf Miniköder. Auf diese Spin-Chicks, ja, auf diese Bleiköder mit dem Spinnerblatt hinten dran, die man einfach rauswirft und durchs Wasser zieht. Ich bin fast verzweifelt, habe aber gesagt, nein, ich bleibe meiner Taktik treu, werfe weiter die großen Köder. Ich will ja eine Mutti jetzt hier im Spätsommer, im Frühherbst abholen. Aber nach dem dritten Hechtchen, der die dann vorgelegt hat, war ich wirklich so weit und habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ich habe dann auch umgestellt auf die kleineren Köder, habe dann auch relativ schnell einen Barsch gefangen, habe einen Hecht gefangen. Im Video wurden die nur kurz eingeblendet, weil ich einfach keinen Elan mehr hatte, keine Zeit irgendwie, um viel die Kamera drauf zu halten. Ich wollte einfach nur angeln und verstehen, was hier gerade abläuft, warum Dieter mit den Miniködern so erfolgreich angelt und ich mit meinen großen Ködern irgendwie in die Röhre schaue. Ja. Wir hatten dann im Laufe der Angelzeit draußen auf dem großen Teich einen Hecht, der im Boot so ganz kleine Fische ausgespuckt hat nach der Landung. Und da ist es mir dann gedämmert und ich habe mir gesagt, vielleicht aktuell stehen die Fische wirklich nur auf kleine Köder, ja? Also auf kleine, flinke Köder und nehmen gar nicht, interessieren sich gar nicht für die großen Happen. Umgestellt, geangelt, 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 geangelt und 5 Minuten vor Abfahrt, also wirklich. Wir wollten zurück, wir müssen ein ganzes Stück heimfahren. Dieter hat schon genervt, komm jetzt, mach hin, passiert eh nichts mehr. Zu warm, was weiß ich, was man sich als Angler dann immer einredet, ja. Ich habe gesagt, nee, ich werfe jetzt noch 2-3 Mal und dann fahren wir ins Auto und fahren heim. Und beim letzten Wurf, pam, steigt der Fisch ein. Und ich habe gleich im Anhieb gemerkt, dass was Besseres, der Fisch hat richtig Schnur genommen. Und ich habe wirklich mit dem letzten Wurf 1,10 Meter hier abgeholt. Bin mega happy für diese Kurzsession, ja, dass es noch geklappt hat. Und es zeigt wieder einfach beim Angeln, man lernt immer dazu. Man darf sich nie auf einen Köder 100% verlassen, der sonst immer ging. Es kann auch sein, dass die großen Gummis jetzt in den nächsten Wochen, wenn die Sonne wieder weggeht, wenn es kälter wird, wenn sich der Luftdruck ändert, wenn die Hechte auf was anderes stehen, plötzlich wieder funktionieren. Jetzt war es definitiv nicht der Fall. Kleine Köder haben große Fische gebracht und mir einen absoluten Traumfisch jetzt hier bei dieser Kurzsession. Ich bin mega happy und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ihr in diesem Video nicht so viel Technik, Taktik und alles sehen konntet, was ich eigentlich vorgehabt habe zu machen, weil ich einfach wirklich total dann rasiert wurde und schauen musste, dass ich selber gut mitangel. Und am Ende wirklich mit dem letzten Wurf
wurde dann alles gut und ich wurde belohnt. Ich habe immer damit gerechnet, aber das ist Angeln, ja. Abgerechnet wird immer zum Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.